Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Files. Wir haben die Forschung für den toten Vampirritter abgeschlossen. Keine Ahnung mehr, was das war, woher wir den bekamen, aber lesen wir uns das mal durch. Dieser Zombie scheint äußerlich sehr menschlich. Seine Chemie ist anders als die vorige Stufe. Die Zellenergie ist um Größenordnungen höher, aber es findet sehr wenig echter Stoffwechsel statt. Noch dazu ist wenig Energie im Blut, das heißt, der Vampir nutzt die energiereiche Chemikalie nicht so wie frühere Stufen. Oh, und das sind keine Zähne, das sind Körperteile des Parasiten, die aus dem Vampirmund krabbeln können, um sich an gefangenen Menschen zu ernähren. Und ich denke mal, der kann dann auch uns verwandeln, würde ich mir denken. Ich denke, wir machen jetzt hier so ein bisschen eine Forschungsepisode. Es gibt nichts Spezielles, was ansteht. Machen wir mal den Dolch. Wir haben sonst noch ein bisschen was an der Forschung. Ich hatte zwei fremde Lebensformmissionen und ein kleines UFO offscreen gemacht. Ufopedia. Gibt's was Neues? The Sound of a Graves Investigation. We have information about a potential haunting in North America. The legend speaks of an old miser who lived a century ago and was buried with all of his money, and now he comes out of his grave each year on his birthday to add more wealth to his vault. However, nobody can agree where his grave is. This, of course, sparks many would-be treasure hunters searching for the treasure. Their fate varies. Usually they find nothing, but a few mysteriously vanished. We have our agents working hard on this case. If there is a ghost, we'll find it. Okay. Ob da was bei rauskommt. Mal sehen. Okay. Da ist nichts Neues. Da ist nichts Neues. Stützpunkteinrichtung auch nicht. Es gab ein paar Sachen. Nichts, was super wichtig wäre. Raketendrohne, das hier hatten wir noch. Eine kleine Drohne auf Ketten bewaffnet mit einem schlagkräftigen Mini-Raketenwerfer. Okay, und der ist... Es lohnt sich nicht dafür, einen Slot freizugeben, meiner Meinung nach. Ich meine, 51 Zeiteinheiten für einen Aimshot ist nice. Aber kann halt nur Erschütterung und zerstört damit die Ausrüstung, die am Boden liegt. Ist mehr Spielerei als irgendwie was Gutes. Haben wir einen Gauss-Panzer? Gute Rüstung. Nimmt aber mehr Damage von kinetisch. Dieser SWT ist mit einem Gauss-Geschütz ausgestattet, das jeder anderen kinetischen Waffe überlegen ist. Gauss-Geschütz 140. Diese Gauss-Kanone ist der Gipfel kinetischer Waffentechnik. Sie vereint verheerende Feuerrate mit Feuerkraft mit beeindruckender Feuerrate. Nicht so genau. Mir wäre lieber gewesen, anstatt dass wir hier 1000 verschiedene Geschütze hätte, dass man quasi so ein Chassis hat und dann die Bewaffnung selber auswählen kann. Aber hier dieses SWT Kyber-Käfer-Magazin. Ein Magazin für SWTs mit XCOM-Kyberkäfern. Lädt 8 Kyberkäfer. Sie werden zu Beginn der nächsten Runde aktiv. Eingesetzte Kyberkäfer werden zerstört und können nicht wiederverwendet werden. Und was machen die? XCOM-Kyberkäfer. Oh, okay, hier. Die XCOM-Version des Kyberkäfers verfügt über einen Nahkampfangriff und kann sich, wenn nötig, selbst zerstören. Die hochentwickelten Sensoren der außerirdischen Version fehlen. Eingesetzte Kyberkäfer werden zerstört und können nicht wieder verwendet werden. Ja, das ist halt wie Munition, natürlich. EMP, Laser. Ist nicht wirklich irgendwie was Interessantes mit dabei. Psi-Stärke plus 100, was? Kyberkäfer-Nahkampf, 70 Schnitt ist nicht schlecht. Ein mächtiger Stachel, der leicht durch Rüstung dringt. Hat wahrscheinlich auch ja, 50% Rüstungseffektivität. Wahrscheinlich ist das auch bei vielen von diesen Nahkämpfern so. Deswegen ist Savo gestorben in der einen Dr. Alpha-Mission, würde ich vermuten. Selbstzerstörungstechnik. Okay, 65% Erschütterung. Die Einheit explodiert und zerstört sich dadurch selbst. Zur Aktivierung feuern sie die Selbstzerstörungseinheit auf das nächstbeste Objekt ab. Das würde mir bestimmt aus Versehen passieren, wenn wir die Dinge einsetzen würden. Was ich allerdings momentan nicht wirklich
beabsichtige. Das war Mechanical Unit. Oh. Haben wir zu viel geklickt. Freund und Feind. MIB Combat Analysis. Standard, nichts Spezielles. Vampirritter. Oh. Ich kann mich scheu an das Vieh erinnern. Ah, das ist eine gute Rüstung. Lasers Mist, Plasma ist Mist. Kinetisch funktioniert, Schnitt ist Mist. Keine wirklichen Schwächen. Erschütterung geht. Nates. Whiskey-Raketendrohne. Auch relativ Standard. Nichts Spezielles. Dann haben wir den Betäubungsspeer. 80 elektrisch. Eine nicht tödliche Waffe mit einer cleveren Anordnung elektrischer Schocker für maximale Wirkung. Kein Stärkemodifikator. Dang it. Wurfgenauigkeit, Nahkampfgenauigkeit. Ist ein Ticken besser. Braucht aber auch mehr Zeiteinheiten. Das ist einfach nur ein Nahkampf. Also der müsste ja wesentlich genauer sein. Mit dem Genauigkeitsmodifikator. Plus das. Können wir den herstellen? Müssen wir gleich mal gucken. Martial Techniques. Ich glaube, Ufos, das war nichts mehr Neues. Nee. Können wir den Speer herstellen? Können wir. Braucht sogar nichts Spezielles. Okay. Sollten wir tun. Aber nicht in dem Ding. Speer. Ich denk mal zwei Stück. Was? Zwei davon reichen. Und dann werden wir erstmal kurz warten, bis die Forschung, bis die Produktion durch ist. Wilma Silva, neuer Rookie? Jo, okay. Ein kleines UFO. Schicken wir den Raven los. Wir haben hier noch so eine Zombie-Isolationsmission, das ist nur wieder der Anstalt-Dings. Ich glaube, das müsste ein Einzelner sein, hatten wir schon mal. War relativ unspektakulär. Ist ein bisschen doof, dass die immer noch auftreten. Ich weiß nicht genau, warum. Die Low-Level-Mission, dass die nicht deaktiviert werden. Okay, das wäre das. Okay, dann haben wir das Beschleuniger-Magazin. Scharfschützengewehre. So. Dann. Erstmal das hier laden. Das ist okay. Brauchen wir nicht mehr. Und wir nehmen 4 Gauss-Pistolen mit. Nimm 2 Laserpistolen mit. Was ich aber vor allen Dingen möchte, ist mehr Gauss-Gewehre. Lasergewehre ist okay. Schallblaster brauchen wir momentan noch nicht. Scharfschützgewehre. Und zwar nehmen wir 3 mit. Das sollte passen. Speichern das unter dem Sky Marshal. Sehr gut. Dann die Produktion. Machen wir die Betäubungssperre. Das ist in Ordnung. Sonst noch gerade irgendwas, was wir brauchen hier. Wir könnten ein paar von diesen Implantaten herstellen, weil sonst vergesse ich es wieder. Machen wir. Was ist das für eine UFO? Irgend kleines, ne? Machen wir das UFO. Haben nichts Besseres zu tun. Gucken, vielleicht kriegen wir nochmal einen Ingenieur gefasst. So, das mit ausrüsten. Sollte nicht allzu lang gehen, eigentlich. Das ist in Ordnung.
Immer den Rest kann man wahrscheinlich lassen. Da sollte jetzt nicht mehr so viel kommen. Du hast einen Raketenwerfer, das ist Quatsch. Genau, bei dir habe ich die Waffe gewechselt. Okay, das passt. So, es ist ein UFO. Es ist Nordamerika. Könnte Motone sein. Ja. War klar. Und ich glaube, hier gibt es keine Engineers. Wer? Wer war das? Ah, Alimson in so einer dummen Mission verloren. Gott, ey, die Motoren gehen mir sowas von auf den Sack. Ja, natürlich war es ein schweres Plasma. Was denn sonst? Da ist noch einer. Natürlich war es ein schweres Plasma. Ach, direkt zwei. Na, das ist ja toll. Direkt zwei Gegner. Ah. Warum mache ich die Mission überhaupt? Das ist... Okay, die mit dem schweren Plasma werden schon mal weg. Gut. Boah, wir haben Alimsan verloren. Weiß ich, die Sektoide haben... selten bis nie schweres Plasma am Start. Und die Motone ständig. Jeder zweite. Ach, das ist der noch. Den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das war Damage. Okay, was hast du? Natürlich schweres Plasma. Interessanterweise war es kein Kill. Okay, Hans Hoffmann, zieh dich zurück. Kein richtiges Medkit? Boah. Okay, wer noch? Du. Du kannst gar nicht, hast gar nichts. Hm. Irgendwie haben wir ein bisschen wenig Heilung gerade dabei. Habe ich das Gefühl. Nein, der da. Das war jetzt eine Verschwendung, aber nicht so schlimm. Ja, verklickt. Sieht das Kreuz fast nicht, bei, dass wir keinen Damage machen. Ja, war klar. Nicht genug Zeiteinheiten. Aha. Na komm.
Immer noch nicht. Ah, Zähneknirsch. Okay, schwerer Laser, ist gut. Leider nicht. Problem ist, der Spaß hier kann immer noch schießen. Die treffen auch unglaublich gut immer. Hey, du bist so ein Pfosten. Wisst ihr, der mit dem Energieanzug stirbt mit einem schweren Plasmaschuss und er hier mit einer dummen Scheiß, was weiß ich was, Rüstung überlebt ohne Problem. Naja, ich will jetzt nicht sagen ohne Probleme, aber er überlebt. Er überlebt. So. Warum mache ich die Mission überhaupt? So unnötig. Wir sehen nicht mal was. Wo ist der hin? Okay. Wo ist der denn hergekommen? Was zur Hölle? Kein Kill. Prozent, der verschießt trotzdem. Das ist der Wahnsinn. Und warum siehst du nichts? Nö. Okay. Wahnsinn. Nichts. Okay, Dankeschön. Du kommst hier wieder zurück. Dass sie ständig Damage nehmen. Hat noch wer was? Selbst noch was? Na, nächste Runde. Das spielt nicht so eine Rolle. Okay. Irgendjemand muss den mal scouten. Wo zur Hölle ist der? Sehen wir nicht. Klasse, der Rauch ist so beschissen dick, dass wir nichts mehr sehen. Hier ist nichts. Klar, damit habe ich ehrlich gesagt auch gerechnet. Das Problem ist der Rauch. Wo ist unser... Du. Ach, jetzt sieht man den da. Warum
das jetzt dazu geführt hat, dass wir ihn sehen, ist ein absolutes Mysterium. Okay, der hat ein schweres Plasma und ist angeschossen. Will aber einfach nicht abkratzen. Hier. Na komm schon. Das war wieder nicht genug. Wenn mir jetzt nochmal einer stirbt, dann dreh ich durch. Kein Hit. Du hast auch ein schweres Plasma. Dang it. Warum hattest du nur so wenig Zeit, deine Heiden eigentlich? Ah, von euch wird keiner was treffen, ne? Ah, okay. Zumindest einer wäre weg. So, mal da wieder rein. Die Rüstung scheint irgendwie besser zu sein. Eieiei. Aber wieder eine absolute Vollkatastrophe. Eine absolute Vollkatastrophe. Es ist, ja. Ziemliches Desaster. Transferiere mal die toten Motoren darüber. Ach, ja. Kein Platz, natürlich. Ich muss noch das, die bessere Storage Facility irgendwie ummodden. Das habe ich noch nicht gemacht. Das ist ein bisschen viel Illyrium. Geh auf 200 runter. Gibt's halt wie Sand am Meer. Scheiße, ey. Das war so unnötig. Es war so unnötig. Warum mache ich diese Mission auch? Bringt uns gar nichts. Naja, was soll's. Es wird ein neuerer befördert. Du hast ein großes M. Ich weiß nicht, ob du das bekommen hast oder ob das schon da war. So, nehmen wir alle mit. Du kriegst eine persönliche und ihr beiden müsst euch hinter dem Ballistischen zufrieden geben. Und du kriegst eine Kyber-Rüstung. Herzlichen Glückwunsch. Können wir dem vielleicht direkt auf ein Intensivtraining schicken? Nope. Schade. Was ist das? Kybernetz-Versteck. Haunted Farm. Alles uninteressant. Punkte? Knapp über 2000. Ja, wir sind erst am Anfang des Monats. Okay, sehr klein. Interessiert mich eigentlich. Wir können gucken, aber ich glaube nicht, dass es interessant ist. Es ist nur so ein Ding. Tote Motone. Hier können wir die Produktion angehen. Nein. Ach, das war mir Sündmuskel-Extraktion. Die Sündmuskelanzüge. Ich denke, die werde ich auch irgendwie ein bisschen ummodden, weil die sind komplett für den Arsch. Lass uns das mal kurz angucken. Das war und das müsste unter Monturen sein. Gibt's zwei verschiedene. So, das Problem hier ist. Laser und Plasma 110%. Die Dinge sind kompletter Mist.
wenn man das mit den anderen vergleicht. Man kriegt die erst eher später. Ich meine, die sind sonst schon, sind eigentlich schon schlechter als die Kyber-Rüstung. Das einzige Vorteil ist, man hat mehr Zeiteinheit, mehr Energie, Nahkampf und Stärke. Das heißt, ich denke, ich werde die hier auf 80 oder... auf 70 und 80 runtermodden? Oder umgekehrt? Plasma 70, 80 Laser. Und dann kann man die nämlich verwenden. Ansonsten sind die einfach nur... keine Ahnung. Es gibt nicht mehr wirklich viel mit kinetisch. Und das Problem ist, wenn man jedes Mal wieder die... also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, wir haben... was ist da kinetisch? Wir haben nichts mehr mit kinetisch. Vielleicht die MIB-Typis noch teilweise. Diese Reptoiden haben ein bisschen was in kinetisch. Aber dagegen ist das Ding sowieso für den Arsch. Die Gauss-Waffen sind viel zu stark. Die MIB-Typen, ja, könnte man machen. Die haben aber teilweise auch Laser. Also kannst du die knicken, weil Laser ist zu hoch. Von dem her, ja. Ich sehe nicht wirklich den... Daseinszweck, seltsame Höhlen. So eine Mission sollte man auch mal wieder machen. Das war, glaube ich, eine geheimnisvolle Höhle wurde entdeckt. Womöglich ein Tor in die gewaltige Unterwelt. Ihre Mission ist, alle Bedrohungen der Außenwelt zu neutralisieren. Enge und verschlungene Passagen, denkt sie an Lichtquellen mit zurück. Sprengstoff mag auch nicht sicher weisen. Hm. Ja, habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Lust auf diese Mission. Ich weiß auch gar nicht, was wir da unten sollen. Okay, endlich sind die Schweber durch. Wir brauchen Kyber-Rüstungen hier. Das ist das Allerwichtigste. Apropos Rüstung. Was ist die nächste Rüstung? Es müsste der Energie, die Energierüstung sein. Ne, Sturmanzug. Braucht Delta-Strahlung. Damn it. Das auch ein bisschen. Die Art und Weise, wie der Forschungsbaum funktioniert, ist sehr ungeil gemacht. Weil alles, was interessant ist, ist random Zeug, das man einfach nur von Ingenieuren bekommt. Und du kriegst alles auf einmal. Mehr oder weniger. Wir haben hier durch die Eindämmungskammer haben wir die Gauss-Waffen bekommen. Wir kriegen hierdurch. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, wo das war. Delta-Strahlung führt auch zu Plasma-Waffen. Delta-Strahlung führt zu allem. Fusionswaffen sind auch direkt um die, ne? Macht auch nichts Neues. Wir kriegen alles auf einen Schlag. Im Endeffekt, ne? Also Blaster. Es ist alles. Man kriegt direkt. Also es ist eine sehr lange Durststrecke, bis man genügend Ingenieure hat, den ganzen Mist erforschen, also wo Kubular hat. Und dann den ganzen Mist erforschen kann. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Zack, zack, zack. Man hat zwischendurch keinen Progress. Das Ganze ist nicht gut gestaffelt. Außer ich übersehe was. Aber ich glaube momentan nicht. Possible Internet Intelligence Investigation. Our agents are pursuing a rumor of a wish-granting drive that left corpses behind across several cities in Southeast Asia. This urban legend has existed for at least a decade. The story is almost always similar. A student or teacher is struggling and they are approaching by a strange individual who tells them... this H hot disk drive will solve their issues and grant them a wish, as long as they follow instructions. A spirit comes out and grants the wish in some twisted way, always killing the student. The internet only helped this rumor spread more quickly. Following the trail of corpses and hopefully we can stop this ghost from claiming further victims. Okay, mal gucken, ob da was Interessantes ist. Nächste Investigation. Betäubung später, dann machen wir die Implantate. Die dauern eine Weile, macht auch Sinn, weil die sind relativ gut. Gauss-Gewehre. Das Hawaii, oder?
Mhm. Scharfschützengewehr in Peru. Dann machen wir das noch zu Ende. Das sollte jetzt auch nicht mehr so lange dauern. Gasgewehr in Hawaii. Das heißt, hier hätten wir auch Laserscharfschützengewehre, die wir als nächstes produzieren. Lasermunition. Okay, ja, das dauert ein bisschen. Peru sollte auch gleich fertig sein. Laserscharfschützengewehre in Kanada. Was brauchen wir in Kanada? Wahrscheinlich Gauss-Zeug. Schwere Massenbeschleuniger können wir eigentlich schon fast knicken. Gauss-Scharfschützengewehr. Würde ich sagen, ne? Und als nächstes die Dinge. Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass nur die Scharfschützenwaffen haben eine Skalierung mit den Werten. Die anderen Waffen haben keine Skalierung. Und das führt dazu, dass eigentlich die normalen Gewehre kompletter Mist sind. Man will, also es, ne, es kommt halt drauf an, wie viel Zeiteinheiten das Zeug braucht. Aber grundsätzlich, jetzt einfach mal, wir nehmen das Beispiel Gauss-Waffen. Feldausrüstung. Gauss-Gewehr. Braucht 80 für ein Aimed. Schwere Gauss 70 für ein Aimed. Warum die weniger für ein Aim braucht, ist mir ein absolutes Rätsel. Gauss-Scharfschützengewehr 75 für ein Aimed. Also das Scharfschützengewehr hat eine Skalierung, braucht weniger Zeiteinheiten, ist genauer, macht mehr Damage als das normale Gauss-Gewehr. Es macht null Sinn. Das hier sollte eigentlich ein Aimed auf 60 haben oder so. Ne? Wie sieht es eigentlich mit dem Snap 35? Snap 35? Snap 50. Da macht Sinn. Snapshot ist genauer. Oder 90% gegenüber. Das ist auch nicht so. Das ist auch ein bisschen strange. Dass der Unterschied so klein ist. Der müsste auf 100 sein oder so für 50%. Und der Aimed Shot müsste auf 75 ist okay. Der müsste einfach runter sein. Der ist nicht gut balanciert. Ich glaube, ich werde auch. Ich muss mal durchgucken. Beziehungsweise auch dann ein bisschen Skalierungen reinbringen. Also bei den Gauss-Gewehren ist es nicht so wild. Denke ich, weil der Basisschaden schon so gut ist. Aber zum Beispiel bei, wenn das Hundskommune-Gewehr, das Black Ops-Gewehr, das hier. Seht ihr, das hat 60% Zeiteinheiten. Das ist das, was ich für ein Gewehr sinnvoll empfinde. Warum das Gauss-Gewehr 80 hat, keine Ahnung. Aber 60 würde Sinn machen. Und das die Snipergewehr bei 75 wäre logisch. Black Ops Digitalgewehr. Okay, das ist natürlich nochmal ein bisschen niedriger. Das ist okay. Das kommt auch erst relativ später. Aber all die Waffen müssten eigentlich eine Skalierung haben. Weil auch bei dem Massenbeschleuniger. Aber ich glaube, hier gibt es gar keinen, oder? Es gibt keinen Sniper. Der ist ein bisschen genauer aus der Schwere, das ist okay. Gibt es kein Scharfschützengewehr? Bei dem Massenbeschleuniger? Doch, Präzisionsmassenbeschleuniger. Haben wir einfach noch nicht bekommen. Okay. Also, da wissen wir noch nicht wirklich genau. Aber es wird auch eine Skalierung haben, bin ich mir ziemlich sicher.
denke, da muss man kein Hellseher sein. Gut. Gauss-Pistolen als nächstes. Boah, die Pistolen sind auch ein bisschen merkwürdig. Dann machen wir hier direkt 20. Die Pistolen sind auch merkwürdig, wenn man sich das anguckt. Wir gehen nochmal in Juvopedia rein. Die Gauss-Pistole hat 25 Aimed Range. Aber das ist, glaube ich, besser, wenn ich hier nach Pistole suche, damit wir die Pistolen vergleichen können. Also, nochmals. Gauss-Pistole 25 Range. 55 ist relativ hoch für ein Aimed. Das heißt, gehen sich keine zwei Aimed Shots aus. Ist meiner Meinung nach zu hoch. Im Vergleich zu Massenbeschleuniger aus 35. Das ist normal. Kriegt man zwei Aims hin zumindest. Und kann sich noch ein bisschen bewegen. Snapshot ist nicht viel weniger. Das hat aber nur 20. Macht mehr oder weniger Sinn. Weil es ja mit Massenbeschleuniger sind. Das heißt, wenn der kinetische Damage höher ist, dann fliegt das Projektil schneller, also fliegt es auch weiter in dem Sinne. Das macht Sinn. Die Black Ops Pistole hat 22, 30. Die Geheimpistole ist egal. Die UAC Pistole ist sowieso ganz komisch. Wo ist die Laserpistole? Hier. Die hat auch 55, relativ hoher Aim Shot. Der snappt dafür fast gar nichts. Also der müsste wahrscheinlich auch. Wobei, die geht auf 30. Also ich habe das Gefühl, die Zeiteinheiten sind hier nicht so super. Bei der Laserpistole willst du eigentlich eher einen Snap. Gut, die Säurepistole ist sowieso Schallpistole. Die hat auch 50. Sieht irgendwie so aus, als wären generell die Late-Tech-Pistolen 50. Was nicht viel Sinn macht, weil mit 50 kannst du im besten Fall zwei Aimshots machen. Aber die Genauigkeit ist so beschissen, dass es sich praktisch nicht lohnt, eine Pistole einzusetzen gegenüber einem Gewehr. Der einzige Vorteil der Pistolen ist, dass sie in der Regel, wie jetzt zum Beispiel die Massenbeschleunigerpistole, relativ günstige Zeiteinheiten für ein Aimed hat. Genauso wie hier. Dasselbe gibt für den Snap. Bei 18 ist super. Gauss hat 30 für den Snap. Und das ist auch genauer, die Black Ops Pistole. Ich meine, die Gauss Pistole, Snap kannst du knicken. Das ist nicht brauchbar. Der geht. 72 ist noch okay. Ist aber auch schon eher unterdurchschnittlich. Also das ist auch nicht sonderlich gut balanciert. Einfach die Pistole gegenüber den Gewehren, also das ist eigentlich nicht brauchbar. Also es ist brauchbar, aber es ist einfach, es macht keinen Sinn, eine Gauss-Pistole zu verwenden und nicht ein Gauss-Scharfschützengewehr. Gauss-Scharfschützengewehr 75 und hat mit, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Snap vom Gauss-Scharfschützengewehr unter 55 ist. Und genauer. Ja, 50 weniger Zeiteinheiten und genauer und wesentlich mehr Damage. Ist zweihändig, ja, aber das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Plus, ne, Genauigkeit geht nochmal hoch mit Schussgenauigkeit. Hat ja Modifikatoren. Hat die Pistole alles nicht. Man müsste, was wäre
sinnvoll. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf einem Rambling-Trip. Was wäre sinnvoll? Was wäre ein sinnvolles Attribut für die Skalierung für eine Pistole? Und schon auch die Schussgenauigkeit wahrscheinlich. Ich meine, dass der Damage nicht skaliert, macht eigentlich Sinn, aber die Genauigkeit. Gut, ich skaliere so oder so schon mit Schussgenauigkeit. Muss ich mir mal überlegen. Also es ist, es sind Kleinigkeiten im Endeffekt. Das ist jetzt nichts, was super dramatisch ist. Es führt einfach dazu, dass man immer dieselben Waffen verwendet, was ein bisschen langweilig ist. Weil halt die Scharfschützengewehre mit Abstand die besten Waffen sind. Ich gebe schon Leuten, die nichts tragen können, eigentlich fast immer eine Dragunov, weil Dragunov oder die Black Ops Pistolen, weil die halt einen guten, günstigen Snapshot hat. Aber gut. Genug rumgelabert. ja, wir machen einen Break. Ich werde eine Pause machen und gucken, dass ich die zwei offscreen wegmache. Was wir noch gucken wollten ist, Alimsan. RIP 145 Kills. Wieder ein sehr guter Mann verloren. Was war der beteiligt? Irgendwas. Eine Dura-Fadenfabrik. Ein paar Cult Forward Bases. Ansonsten war er bisher nicht wirklich an was Wichtigem beteiligt. Stützpunkt Verteidigung, boah. Kirche Dagons. Morgenrot. Ja, der war lange im Hauptquartier gewesen. Black Ops Minigun. Ja, ich meine, der ist jetzt tot. Schade drum. War ein guter. Ein Top-Soldat. Aber, wird wieder Nachwuchs kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund. Und auf geht's.